Elbow Down, das große Thema nach dem Knie. Ich will heute mit euch über die Vorteile und über die Nachteile vom Elbow Down reden. Vergesst bitte nicht, kostenlos unseren Kanal zu abonnieren und jetzt ab ins Intro. Elbow Down, ein ganz, ganz heißes Thema. Viele reden darüber. Ich möchte euch meine Erfahrungen als ehemaliger Profi jetzt weitergeben. So, Freunde, die meisten von euch wissen es, ich bin auch Fotofahrer und darf weltweit agieren. Es gibt viele Fotos von mir, wo ich am Ellbogen liege. Die werden wir auch schon einblenden jetzt. Und ihr könnt einmal drüber schnuppern. Es schaut aber am Bild alles sehr einfach und smooth aus. Ich möchte euch heute ein bisschen die Vorteile und Nachteile und vor allem die Risiken über diesen Style am Motorrad auf der Rennstrecke erklären. Unser Problem in der heutigen Welt, in der heutigen Zeit ist Social Media. Wir haben 1000 Bilder von allen möglichen Leuten, die was irgendwo am Ellbogen fahren. Der Punkt ist, unsere Vorbilder, unsere Idole, MotoGP, sind da federführend und das Problem ist dabei, diese Burschen haben die besten Reifen und die besten Motorräder der Welt. Ein Reifensatz bei der MotoGP kostet rund um die 1600 Euro, wird laservermessen und hat einen dementsprechenden Sidegrip. Ja. Dadurch kann der Bursche einfach mehr Schräglage gehen wie alle anderen auf dieser Welt und kann höhere Kurvengeschwindigkeiten fahren. Ja. Das heißt, es ist vermessen, sich diese Leute als Vorbild herzunehmen, was den Elbow Down angeht. Der Elbow Down ist ein notwendiges Übel, weil ihnen der Platz ausgeht, schlicht und ergreifend. Der hat keinen Platz mehr auf der Seite runter, der muss das Knie sogar einziehen und liegt halt dann dementsprechend, weil der Ellbogen eben Raum schaffen muss vom Oberkörper, liegt der am Boden. Ja? Und dessen muss man sich bewusst werden, dass man nicht mit jedem Reifen das so praktizieren kann. MotoGP, besten Reifen der Welt, besten Sidegrip und dadurch ist es bei den Leuten ganz normal, weil sie einfach keinen Platz mehr bekommen, dass sie mit dem Ellbogen am Boden liegen. Straßenreifen. Kann ich das mit Straßenreifen probieren? Nein, macht es bitte nicht, Burschen. Ich bin Foto-Videofahrer, ich bekomme permanent Motorräder mit Straßenreifen, wo es heißt, Roland, Aufgabenstellung ist Ellbogen down jetzt. Dann sage ich immer den Leuten, ja, ist okay, aber nein, mache ich nicht. Ich mache das nur mit einem Rennreifen, mit Reifenwärmer. Ein Straßenreifen, der würde auf der Rennstrecke zu viel übertemperieren, würde anfangen zum Schmieren und gibt mir nicht die Sicherheit, die ich brauche, wenn ich schon extrem runterrutschen muss vom Motorrad. Ich büße natürlich mit diesen weiten Runterrutschen immer ein bisschen Komfort ein und vor allem Sicherheit ein, weil ich nicht perfekt am Lenker hänge und nicht perfekt die Bedienbarkeiten bedienen kann. Ja? Und darum ist es mit einem Straßenreifen wirklich, wirklich gefährlich und würde ich euch nicht empfehlen. Du kannst natürlich mit vielen verschiedenen Motorrädern das üben und probieren. Ja? Natürlich mit einem Motorrad geht es leichter, mit einem geht es schwieriger. Wir haben früher einen riesen Vergleichstest gemacht am Red Bull Ring mit tausender Superbikes. Irrsinnig einfach mit denen in der ersten Linkskurve runter. Linkskurve mit 180 km/h am Ellbogen fahren, überhaupt kein Thema. Die Motorräder sind ausgelegt, wir haben Pirelli Slicks oben gehabt, wir haben Sidegrip gehabt, war kein Thema. Ich bin aber auch zeitgleich Fotofahrer für KTM, für Kiska und habe mit der 890er und mit der Super Duke, mit dem Beast, mit der 1290er auch Elbow-Down-Fotos gemacht, vielleicht kennt ihr es eh, von der Inserate von KTM. Und das war schon eine ganz andere Herausforderung, weil die Motorräder grundsätzlich viel weiter weg sind vom Boden. Du hockst weiter oben, breitere Lenker und dann da eben quasi die Ellbogen so runterbringen, da musst du dann schon irrsinnig viel Risiko eingehen. Das heißt, grob angerissen, man soll nicht immer, wenn man diese Fotos sieht, glauben, dass es so easy cheesy ist. Ich bin ehemaliger Superbike-WM-Pilot und brauche auch einige Minuten, um ein Motorrad so auf dem Ellbogen runterzulegen, dass es am Foto gut ausschaut. Ja? So Leute, ihr wollt jetzt wissen, was kann ich machen, wie kann ich Elbow Down fahren, jetzt probieren, wie kann ich es üben. Der erste Step muss sein, wenn ich auf die Rennstrecke gehen will, brauche ich Rennreifen. Die Rennreifen geben mir diesen extra Grip, wo ich einfach Fehler machen darf und Fehler machen kann. Der zweite Punkt ist, euch muss klar sein, ihr müsst euch am Motorrad wirklich verbiegen können. Nicht alle Rennfahrer, die was auch gut fahren, können einfach so auf einem Naked Bike einen Elbow Down machen. Ihr braucht eine gewisse Körpergröße. Seid ihr 1,60 groß, wird es mit dem Elbow Down wahrscheinlich eher nichts werden. Ja? Seid ihr 1,80, so wie ich ungefähr, tut es euch ein bisschen leichter. Aber wie gesagt, ich als ehemaliger Profi muss mich am Motorrad brutalst verbiegen, damit ich auf dem Naked Bike runterkomme. Also was braucht ihr? Ihr braucht viel Bewegung. Ihr müsst euch dehnen und müsst die Bewegung im Hinterkopf haben. Schlussendlich Phase Nummer 3. Schaut, dass ihr auf der Rennstrecke, wenn ihr einen Elbow Down üben wollt,
die Bewegungsfreiheit habt, dass euer Ledergewandel nicht spannt und vor allem, dass die Rennstrecke schön frei ist. Ja? Leere Rennstrecke werden wir nicht finden, das ist mir klar, aber schaut, dass ihr nach vorne und nach hinten viel Platz habt, damit ihr einfach kein Risiko für andere Leute eingeht und für euch auch nicht. Ja? Kurzes Beispiel von mir, ich bin ja relativ oft für einen Reitwagen auf den Rennstrecken der Welt unterwegs. Und mir passiert es relativ oft, dass die Leute halt für ein Foto in einer Kurve irrsinnig stylen wollen und am Ellbogen dann herumfahren, aber dann halt meine Racing-Linie kreuzen auf der Ideallinie und dann kann das immer ein bisschen heikel werden. Deswegen muss man da umsichtig fahren und einfach schauen, dass man da niemanden gefährdet. So Leute, ich habe euch als ehemaliger Profi meine Perspektive vom Elbow-Down weitergegeben. Jetzt bin ich gespannt, wie geht's euch mit dem Elbow-Down? Habt ihr schon Touchdown gehabt? Seid ihr da beides zu versuchen, zu probieren? Wenn ja, schickt uns vielleicht Fotos, schickt uns vielleicht eure Kommentare. Wir freuen uns natürlich darüber. Bis bald, euer Roland, macht es gut, ciao.